Der Landtag von Sachsen-Anhalt führte am vergangenen Freitag auf Antrag der SPD-Fraktion eine aktuelle Debatte unter der Überschrift Konsens der Demokratinnen und Demokraten bewahren, parlamentarische Demokratie in Deutschland nach der gescheiterten Regierungsbildung in Thüringen durch. In der Debatte erinnerte die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pehle an die Forderung des Koalitionsausschusses von CDU, CSU und SPD in Berlin, dass Regierungsbildungen und politische Mehrheiten nicht durch die Stimmen der AfD zustande kommen dürfen. Demokratie ist nicht bloß Form, Demokratie ist Inhalt. Es geht eben nicht nur darum, in demokratischen Wahlen zu ermitteln, wer Mehrheit ist und wer Minderheit. Es kommt auch darauf an, welche Politik man mit dieser Mehrheit umsetzt. Dafür legt die Verfassung Grundrechte, Ziele und Grenzen staatlichen Handelns fest. Das Allerwichtigste ist, man darf den Gegnern der Demokratie keine Macht geben, so die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Katja Pehle. Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff hat Handlungsfähigkeit und Anstand der politischen Entscheidungsträger angemahnt. Wichtig ist für mich, dass Politik kein Selbstzweck ist, dass Politik für die Menschen gemacht wird, Verantwortung wahrnimmt und ein gutes Beispiel gibt. Machen wir uns bitte die Sprache, die an den Rändern des politischen Spektrums gepflegt wird, nicht zu eigen. Hier sollten Demokraten Vorbild sein. Geht der Anstand in der Politik verloren, verlieren wir auch die Demokratie, so der Ministerpräsident. Cornelia Lüdemann, die Grünen, ergänzte: Es kann nur einen Konsens der Demokratinnen und Demokraten geben, der heißt Antifaschismus. Das ist konstituierend für die Bundesrepublik Deutschland. Es gehört zum unauslöschlichen Grundkonsens dieses Landes, Antifaschist und Antifaschistin zu sein, sich gegen Rassismus, Antisemitismus und alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einzusetzen. Diese Position müssen alle Demokratinnen und Demokraten klar und deutlich nach außen tragen. Thomas Lippmann, Die Linke, führte aus: Unsere Demokratie kann ohne eine wirksame Abgrenzung gegenüber der AfD nicht bewahrt werden. Das erkennen immer mehr Menschen in unserem Land und gehen dafür auch in immer größerer Zahl auf die Straße. Denn unsere Demokratie war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch nie so bedroht wie heute.